Es liegt in unserer Natur, dass wir die Fähigkeit haben, unsere Sinne zu verschließen. Das ist auch eine der ersten überlieferten schriftlichen Feststellungen aus dem Yoga, respektive aus den Veden. Wir haben gelernt, die Wahrnehmung abzuschalten, wahrscheinlich, weil da eben auch Störungen damit verbunden sein können von außen her, und wir wollen uns ins Innere zurückziehen können, wo wir ungestört denken können. Oder auch den Körper selber einfach nur wahrnehmen, ohne was da ringsherum auch noch ist. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, ein paar Jahre. Da war gerade vis-à-vis, also vielleicht 1,50 Meter Abstand, ein anderer Mitarbeiter, und wir haben zum Teil heftig telefoniert. Und ich habe da gelernt, was der andere doch auch zum Teil recht laut da gesprochen hat, vollständig auszublenden, um mich in meine Arbeit vertiefen zu können. Wir haben diese Fähigkeit beim Hören, beim Sehen, und wir haben sie auch bei der Körperwahrnehmung. Es gibt dann sicher dann natürlich Grenzerfahrungen, Ausnahmen, wenn es zum Beispiel um Schmerz geht. Auch hier haben wir die Fähigkeit, Schmerz zu verdrängen mit der speziellen mentalen Techniken oder auch indem der Schmerz eben derart heftig wird, dass wir das dann in einem dissoziativen Zustand tatsächlich dann abspalten. Das haben wir dann nicht mehr unbedingt unter Kontrolle. Da können sich auch Teile der eigenen Persönlichkeit wie verflüchtigen. Ich denke, dass diesen sehr starken Steuerungsfähigkeiten, die wir eben haben, im Pashupati-Siegel, Mohenjo-Daro-Siegel 420 eben dadurch ausgedrückt wird, dass dieser Kopf eben überproportional groß ist. Er ist etwa doppelt so hoch gezeichnet, wie er in Natura wäre. Das ist hier ein sogenanntes rundes Gesicht auf der rechten Seite und auf der linken Seite ein ovales Gesicht. Kinn und Oberkante Kopf. Hier die Augenhöhe des Siegels und hier die Augenhöhe der natürlichen Kopfform. Die Nasenlinie hier, und wir sehen hier, also dass die Nase doch ziemlich genau doppelt so hoch gezeichnet ist wie in der Natur, und das macht eben den Hinweis auf die Atmung, mit der wir im Besonderen eben unser Bewusstsein steuern können. Es gibt besondere Atemtechniken im Trance-Tanz zum Beispiel, aber davon soll jetzt hier nicht die Rede sein. Es geht um den Alltagszustand, den Meditationszustand, den wir einnehmen können, wo wir jetzt ganz im Gegenteil oder auch zusätzlich zu dem Abstellen der Sinneswahrnehmung auch noch unser Denken abstellen können.
Ich sage lieber nicht abstellen. Es gibt ein Abstellen, das eben dann die Wahrnehmung des Hören selbst auch ausschaltet. Also wenn wir zum Beispiel zählen oder sonst kognitiv tätig sind, was wir aber auch selber wieder wie automatisch machen können, ohne bewusste Wahrnehmung dort, ohne bewusstes Erkennen, möchte ich da lieber sagen. Wahrnehmung möchte ich auf die Sinne eigentlich bezogen haben, ohne Erkennen von Gedankentätigkeit. Wenn wir zählen, verschließen wir die Wahrnehmung des Hörens selbst. Diese Techniken, die zum Teil in so volkstümlichen Zen-Richtungen gelehrt werden, die sind nicht geeignet, um in höhere Bewusstseinssphären einzutreten. Wenn wir aber wirklich das Denken eben auch noch auflösen, dann haben wir die Chance, dass wir vom äußeren Bewusstsein dann erfahren können. Das ist nicht nur Samadhi. Samadhi ist einfach die innere Versenkung, aber da kann es auch still sein, da kann auch einfach Ruhe sein, Entspannung. Es geht da um den sogenannten Hishiryo-Zustand, wo wirklich aktiv dann Information von außen aus der anderen Dimension vom Schöpfer zu uns fließt. Hishiryo. Und dazu bereits schon, um in Samadhi einzutreten, ist es eine der wirksamsten Techniken, dass wir uns auf den Atem fokussieren. Das heißt, wir lenken unser Bewusstsein einfach auf den Atem, wie er ein- und ausströmt. Und da wird das Denken bald einmal aufgeben, weil es sich mit etwas beschäftigen möchte, was irgendwie kreativer ist. Er in seiner Dimension ist und der Atem ist für das Denken wie zu langweilig. Aber wir können den Atem mit den Sinnen dann noch wahrnehmen. Das heißt, wir haben dann doch etwas, was genügend interessant ist, wo wir dann nicht einschlafen, aber uns auch nicht erhitzen, sondern etwas Neutrales dazwischen, den Atem einfach. Das ist eine so starke Wahrnehmung dann, die das Denken auflöst. Und wir kommen in einen Zustand von totaler Wachheit und gleichzeitig auch ganz tiefer Entspannung.